Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mit dem Options-Supertrade. Was ist der Supertrade? Ich werde ihn euch gleich zeigen, jetzt hier in diesem Video. Also, der Options-Supertrade, wie bin ich drauf gekommen? Und zwar über diese Zeitschrift hier. Ich zeige euch die mal ein bisschen näher an die Kamera, damit ihr das hier gut sehen könnt. Das ist der Aktionär. Und der Aktionär, den lese ich jede Woche, ich bekomme den immer geschickt. Und das ist, da sagt ja vielleicht der eine oder andere, ist ein bisschen reiserig. Ich muss aber sagen, der Aktionär ist wirklich eine tolle Zeitschrift, denn da drin erfährt man wirklich das, was gerade angesagt ist. Man muss das jetzt nicht zwingend alles nachhandeln, was hier drin steht. Man muss auch nicht auf diese Tipps hören. Aber wo momentan gerade aktuell was an den Märkten los ist, also sei es jetzt Nanotech, sei es jetzt Lithiumaktien, sei es jetzt Elektroautos, was auch immer, ne? Da haben die Jungs echt den Finger drauf. Da sind die wirklich gut in Kulmbach. Und der Börsenmedienverlag in Kulmbach ist ohnehin klasse, denn schließlich habe ich da mein Buch veröffentlicht. Okay, jetzt genug der Werbung. Nämlich, worum geht's? In dieser Zeitschrift gibt es seit einer Zeit, ich glaube seit 3 Wochen jetzt, gibt es jetzt die Serie Supertrade Optionen für alle. Und dieses Optionen für alle, das ist ein ziemlich cleveres Konzept, was die machen, denn die stellen da eine Optionsstrategie vor. Das macht der Norbert Sesselmann, den kenne ich jetzt persönlich nicht, aber hier ist unter anderem auch noch mit dabei der Reinhold Fendt, und von dem das Buch habe ich hier ja schon mal vorgestellt, als ein wirklich sehr, sehr bekannter Optionshändler. Und diese stellen jetzt einen Supertrade vor. Und in dieser Ausgabe hier, das ist die Ausgabe 28 vom 6. bis 12.07. ist mal der erste Supertrade vorgestellt. Und ich will mit euch jetzt mal diesen Trade hier durchgehen, um uns den mal aus Sicht von Leuten, die etwas mehr mit Optionen zu tun haben, mal anzuschauen, wie sinnvoll ist dieser Trade, können wir daraus was lernen, was haben wir von der Erwartungshaltung, schauen wir uns das mal an. Also, wir vergessen mal alles, was jetzt hier marktschreierig drumherum gebaut ist, sondern wir gucken uns einfach mal an, was ist für ein Trade. Und dazu habe ich mir mal hier ein paar Daten aufgeschrieben. Und wir machen das heute mal hier am Flipchart. Übrigens nicht wundern, ihr sitzt nicht falsch rum vor dem Schirm. Ich habe euch einfach mal das Flipchart von hier nach dargestellt. So, was haben wir hier? Also, es geht um die Aktie von Apple. Ne? Das ist scheinbar der erste Trade, den sie da machen wollen. Apple kostet zurzeit, ich habe die Daten von heute genommen, hier drin, das ist also jetzt schon eine Woche alt oder so, da ist es noch ein ganz klein bisschen anders, aber vom Grund, von der Grundstruktur das gleiche. Apple momentan ungefähr hier bei 190 Dollar, AAPL. So, die Restlaufzeit der Optionen, die hier verwandt werden, sind 99 Tage. So, 99 Tage. Und was wird jetzt gemacht? Also wir haben hier die Aktie. So. Und als allererstes wird ein Call gekauft. Und zwar ein Out-of-the-Money-Call. Der liegt hier, ein 220er Call. Ein 220er Call, der hat aktuell ein Delta von 8 und kostet 59 Cent. Klar, der ist nicht teuer, ne? Wie soll er auch teuer sein? Also 59 Cent, ich schreibe es mal hier, 0,59. So. Um das Ganze ein bisschen gegenzufinanzieren, wird ein weiterer Call verkauft, und zwar ein 2,35er Call. Der hat dann ein Delta von 2 und bringt 18 Cent ein. Also das sind Kurse von heute hier an dem Tag, wo ich dieses Video aufnehme. Das heißt, alles in allem kostet diese Kombination 41 Cent. Das heißt, 41 Dollar muss man dafür bezahlen. So, jetzt wird auf der Unterseite ebenfalls wieder ein Put gekauft. Ah, ich mache es mal so hier noch. Long, Short. Also nicht wie ein Bear Call Spread, Option verkaufen und eine andere kaufen, sondern es ist ein sogenannter Bull Call Spread, ein out of the money liegender Bull Call Spread. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Auf der Unterseite wird jetzt ein Put gekauft. Da gehen sie deutlich näher ran und kaufen einen 180er Put. Den kaufen sie. Der hat ein Delta von 30
und kostet natürlich, weil er viel näher dran liegt, auch wesentlich mehr, 4,86 Dollar. So, und ebenfalls wieder im Abstand, genau wie hier oben, nein, diesmal viel geringerer Abstand, nur im Abstand von 5 Punkten, verkaufen Sie jetzt einen 175er dazu. Das heißt, der bringt jetzt das Geld für den und hat ein Delta von 22 und kostet 3,45, sodass hier unter dem Strich ein Aufwand von 1,41 Dollar steht. 1,41 Dollar. Das heißt, alles in allem kostet diese Kombination 182 Dollar. Das ist also der Gesamtaufwand, das ist also ein sogenannter Debit Spread. Das heißt, wir müssen etwas dafür bezahlen. Und sie machen das mit 3 Stück. Das heißt, sie machen 3 Kombinationen. Insgesamt also 12 Aktien oder 12 Optionen und geben dafür in unserem Beispiel jetzt 546 Dollar aus. Und da sehen wir schon mal das Erste, denn hier im Heft steht noch, es kostet 651 Dollar. Ist also jetzt günstiger geworden. Das heißt, wer das hier gleich am Anfang gemacht hat, der liegt schon mal knapp 100 Dollar hinten. So, wie rechnet sich das Ganze jetzt? Oder wie kann sich das Ganze rechnen? Nehmen wir mal eine andere Farbe. Wir fangen mal mit dem Worst Case an. Der ist dann auch hier, das ist eigentlich ganz, für jemanden, der überhaupt keine Ahnung von Optionen hat, haben sie das eigentlich hier auch ganz schön beschrieben. Der Worst Case ist natürlich, die Aktie bleibt hier. Das heißt, innerhalb der nächsten 99 Tage bleibt die Aktie zwischen 180 und 220. Weil was passiert dann? Wenn das passiert, ist der gesamte Debit, der Aufwand, weg. Der verfällt. Alle Optionen werden wertlos verfallen und damit ist es den Preis, den man für diese Kombination bezahlt hat, komplett weg. Das heißt, damit hat man Geld verloren. So, Vorteil könnte man natürlich jetzt aber sagen, man weiß ganz genau, was man verliert. Also wer das Ding jetzt nachbaut, verliert 182 Dollar. Das ist das Maximale, was er verlieren kann. Wie sieht es jetzt aus, wenn es nach oben geht? Ihr wisst immer, es sind viele Kombinationen jetzt möglich, ne, wenn es nur ein Stück nach oben geht und so weiter und so fort. Wir machen mal jetzt zwei Extremsituationen. Das erste, wir gehen hier durch und landen über der 235. Was wird dann passieren? Wir werden auf der Unterseite diese Puts komplett wertlos verfallen lassen. Auf der Oberseite haben wir eine Differenz von 15 Dollar. Das heißt, wir werden hier oben 15 Dollar mal 100.500 verdienen. Wenn der also über 235 geht, werden wir 1.500 Dollar verdienen, abzüglich hier der Prämie, die wir gezahlt haben. Also roundabout 1.300 Dollar etwa. Ist natürlich super, ne? Also wenn du 180 einsetzt und kannst am Ende 1.300 verdienen, das wäre natürlich ein Kracher. Auf der Unterseite, wie schaut es da aus, wenn der Preis nach unten geht? Da haben wir 5 Punkte. Das heißt, wenn der hier unter die 175 fällt, wenn also die Amazon-Aktie von 190 innerhalb der nächsten 99 Tage und zum Verfall hin unter die 175 fällt, dann hat man 5 Punkte a 100 Dollar, das heißt 500 Dollar verdient, minus der Prämie, das heißt, dann hat man roundabout 300 Dollar in etwa verdient. Ne? So, das heißt, du hast hier drei Chancen oder drei Möglichkeiten, nicht Chancen. Der Preis bleibt hier drin, Totalverlust, der Preis geht über 2,35, 1.300 Gewinn, der Preis fällt hier unten drunter, hast du 300 Dollar Gewinn. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, drei Möglichkeiten, zwei Chancen, einmal nur verlieren, ist doch an sich gar nicht so schlecht. Ne? Müssen wir uns jetzt nochmal anschauen, weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Supergewinn hier eintrifft? Und deswegen habe ich euch die Deltas mit hergeschrieben. Ja? Wenn ihr euch das Ganze anschaut, ein Delta von 8 bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 99 Tagen die Apple-Aktie auf 220 steigt, liegt bei 8%. Das heißt, du hast auch eine 92-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es nicht dahin steigt. Und um Geld zu verdienen, genügt es ja nicht, wenn er auf die 2,20 geht, sondern er muss ja hier auf die 2,35 Minimum gehen, um dieses volle Geld zu verdienen. Insgesamt müsste er auf 200, also ungefähr so 224 steigen, damit du plus minus null rauskommst.
Entschuldigung, 222. Damit er auf die 235 geht, ja, die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 2%. Jetzt überleg mal, wenn du immer nur Trades machst, die dir eine Wahrscheinlichkeit von 2% geben. Wirst du ab und an mal so einen Gewinner haben? Na klar, selbstverständlich, das wirst du. Aber mathematisch betrachtet ist das nicht so optimal. Ne? Weil wenn du immer nur Trades machst mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 2%, nicht so gut. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, der Trade hat nur eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 2%, sondern man müsste natürlich das auch hier unten noch einkalkulieren. Nach unten sieht es ein bisschen besser aus, denn immerhin 30% Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie auf 180 fällt und 22% Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie auf 175 oder tiefer fällt. Ne? So, und deswegen würde ich persönlich diesen Trade so nicht machen. Das ist keine Wertung, ob der Trade gut oder schlecht ist. Das ist einfach nur eine Aussage darüber, wie wir selber im Markt aktiv sein wollen. Ich bevorzuge die höheren Wahrscheinlichkeiten, bin mir aber bewusst, dass ich natürlich in meinen Trades niemals so einen Gewinner haben werde, wie wenn das Ding hier nach oben durchzieht. Also, dass du dann hier quasi das Vielfache deines Einsatzes bekommst, das werde ich nie mit meinem Optionsverkauf nie haben. Ne? Definitiv nicht. Und es ist einfach nur eine Frage der Strategie, wenn die Jungs das gut machen. Und es steht auch hier drin, Jungs ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern es ist halt einfach so, hier steht auch noch drin, sie wollen es auch, je nachdem, was passiert, noch ein bisschen adjustieren, noch ein bisschen anpassen. So. Das heißt, wir werden mal sehen, wie sie das machen werden. Wir können das ja hier so ein bisschen verfolgen, ne, im Aktionär. Und ich finde es auf jeden Fall, das muss ich an der Stelle sagen, eine ganz großartige Sache, dass es gemacht wird. Warum? Je mehr sich Leute mit dem Thema Optionen beschäftigen, umso mehr kommen auch Leute dazu. Und ich sehe das ja auch bei uns. Ne? Also ich sehe das ja auch hier, wie viele Leute jetzt plötzlich hier dabei sind, hier auf dem YouTube-Kanal. Wow, über 10.000 Abonnenten. Ne? Muss ich extra nochmal ein Video machen. Wahnsinn. Es gibt immer mehr Leute, die Seminare geben zum Thema Optionen. Es gibt Börsenbriefe zum Thema Optionen. Es gibt Coachings zum Thema Optionen. Ganz, ganz viel. Und zu was führt denn das? Es interessieren sich immer mehr dafür und das bringt natürlich mehr Angebot auf den Markt. Ne? Das heißt natürlich erstmal diese ganzen Schulungsangebote, aber ich hoffe ja sehr und ich hoffe inständig, dass ein großer Broker nochmal kommt und sagt, ich mach mal mit. Und vielleicht sind die Jungs hier aus dem Hause Kulmbach ein bisschen clever und sind die Ersten, die als großer Broker das mal anschieben, weil die großen Broker wie eben Flatex und Vista und so weiter, wie sie alle heißen, ne? Die Dieber und so weiter, die bieten ja alle keinen Optionshandel an und wenn, dann zu Konditionen, der außerirdisch ist. Und wenn da natürlich einer mal kommt und sagt, hey, geile Sache, wir bieten das jetzt mal unseren Kunden an, dann setzt so ein Preiskampf ein. In Amerika haben wir zurzeit einen riesigen Preiskampf, was Optionen angeht, überhaupt was Trading angeht. Und wem kommt das am Ende zugute? Uns natürlich als Optionshändler. Ne? Deswegen freue ich mich über jeden, der da irgendwie was macht, weil am Ende kommt es uns allen zugute. Und ihr wisst natürlich auch, Optionsstrategien, wir sind das Original. In diesem Sinne, wir verfolgen für euch diesen Trade hier mal weiter. Wir schauen uns das weiter an. Wir werden es mal aus. Die Laufzeit der Optionen ist bis zum, das muss ich noch mit dazu sagen, bis zum 19.10.2018, also bis in den Oktober hinein. Und wir werden uns mal angucken, was rausgekommen ist am Ende. Auf jeden Fall spannende Sache. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ist es ein super Trade oder ist es kein super Trade? Was würdet ihr anders machen? Kommentare wie immer hier unten rein oder in unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.